Die Warnzeichen bei Indikatoren und Charttechnik mehrten sich in den letzten Tagen. Und jetzt ist die Frage, ist China der schwarze Schwan, mit dem man nicht gerechnet hat? Also irgendwie ein Event, eine Entwicklung, die man überhaupt nicht auf dem Zeiger hatte und die dann eben diese Warnsignale zur Wirkung kommen lässt. Das wollen wir uns anschauen. Zunächst mal gucken wir auf das, was da passiert ist. Wir sehen, dass eben diese Proteste ja durchaus landesweit sind. In China angefangen hat es alles mit einem Brand, wo mehrere Menschen ums Leben kamen, weil eben die Feuerwehr nicht durchkam, weil die Rettungskräfte nicht durchkamen, weil die Leute ja teilweise wirklich von außen eingesperrt werden durch diese Lockdown-Maßnahmen in China. Und diese Breitflächigkeit des Protestes hat dafür gesorgt, dass die Futures, Öl, Krypto, alles nach unten gegangen. Auch Yuan hat sich dann zum Handelsende in China wieder erholt. Werden wir gleich sehen, was ist eigentlich hier passiert. Es ist nach meiner Auffassung ja nicht nur diese Lockdown-Maßnahmen, die ja letztendlich den Leuten so auf die Nerven gehen, verständlicherweise, dass es kracht, sondern es ist vor allem eben wahrscheinlich jetzt diese Fußball-WM, die den Menschen in China gezeigt haben, dass die Dinge anders sind, als das offizielle Staatspropaganda-Narrativ ist, nämlich im Ausland ist alles ganz schlimm, bei uns ist alles super, weil wir so eine tolle Partei haben unter Xi Jinping, die alles unter Kontrolle hat. Jetzt sehen die, wie die Welt Party macht sozusagen, während die wieder mal im Lockdown sitzen. 400 Millionen Menschen etwa sind derzeit betroffen in China, also roundabout gut ein Drittel oder ein Drittel etwa der chinesischen Bevölkerung. Und das ist eben die Zerstörung des Narrativs jetzt durch diese Fußball-WM. Wir hatten darüber einen Artikel Ende letzter Woche geschrieben. Und wir sehen hier, dass jetzt zum Beispiel im chinesischen Fernsehen keine Zuschauer mehr erscheinen, sondern man blendet dann immer auf eine Kamera auf dem Spielfeld. Dann wird dann der Trainer gezeigt etc. Also man vermeidet in chinesischen Medien praktisch die Zuschauerschaft bei der WM wie der Teufel das Weihwasser. Hochinteressant, was da passiert. Das dürfte so einer der mentalen Auslöser gewesen sein, dass das Narrativ kaputt geschossen wurde von der Staatspropaganda. Die Chinesen nehmen sehr stark an dieser WM teil, weil chinesische Firmen eben mitgebaut haben an den Stadien. Jetzt, was ist das Eigentliche, das Interessante? Hier sagte jemand, der seit 30 Jahren in China lebt, sowas habe ich noch nie gesehen, so eine klare Widerstandshaltung, dass man eben auch ruft, weg mit Xi Jinping zum Beispiel. Und vor allem, was das Außergewöhnliche ist, Proteste gibt es immer wieder in China, aber was außergewöhnlich ist, dass die alle um dieselbe Sache sich drehen, nämlich um die Corona-Politik der Regierung, und dass sie überall stattfinden, also dass sie wirklich breit gefächert sind. Sonst haben Proteste den und den Grund, da in einer anderen Region einen ganz anderen Grund. Jetzt ist das wirklich die Corona-Politik der Regierung, die letztendlich die Leute ja versklavt, kontrolliert. Das sind ja Zustände, die Orwell sich nicht hat ausdenken können. Es sind wahrscheinlich die größten Proteste seit dem Platz des himmlischen Friedens. Sie erinnern sich damals diese Bilder, diese Massaker, die dann damals passiert sind. Es war, wie gesagt, ein Video, das viral ging über dieses Feuer in einem Apartmentblock, das die ganze Geschichte dann letztendlich zum Tragen brachte. Wir sehen, dass die chinesischen Aktienmärkte sich schon länger schlechter entwickeln als die der Restwelt oder als der MSCI World. Wir haben jetzt heute Nacht, das sieht man hier mit diesem Docht, zunächst mal sehr negativ die asiatischen Futures, wie gesagt. Wir sehen den China A50, das sind die größten 50 chinesischen Aktien drin, mit deutlichen Verlusten, hat sich dann zum Handelsende fast wieder egalisiert in diesem Chart von Capital.com. Wir sehen, dass in China praktisch keine Meldungen in den Staatsmedien zu den Demonstrationen der Fall sind. Auf Weibo zum Beispiel oder WeChat gibt es diese Meldungen, die dann aber relativ schnell gelöscht werden. Wir haben einen Artikel, der allerdings aktuell jetzt online, der allerdings zeigt, dass die Zensur immer nur hinterherhechelt, weil die chinesische Sprache so viele Möglichkeiten bietet, die Zensur zu umgehen. Dazu gleich mehr. Jedenfalls sieht man, dass eben große Städte im Lockdown sind, Werke von VW, von BMW, die laufen nur teilweise etwa zu 60% aufgrund der Einschränkungen.
Einschränkungen, Dienstreisen werden praktisch nicht mehr unternommen und es gibt Gerüchte, dass Xi Jinping selber Corona hat. Der war ja beim Asien, beim G20-Gipfel dort mit dem Regierungschef von Hongkong, der Corona hatte. Seitdem ist Xi Jinping nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Das spielt alles eine Rolle in diesem Narrativ. Das heißt, dann, wenn es brenzlig wird, dann taucht der immer ab. Das war in der ersten Corona-Welle auch schon so. Und das fällt den Leuten auf. Jetzt ist die Frage für die Regierung, was tun? Entweder wir machen mehr Lockdowns oder wir riskieren den Ausbruch weiterer Corona-Fälle. Und das eigentlich in einer Situation, wo diese Variante zumindest die derzeit der Fall sind, eigentlich solche Maßnahmen offenkundig nicht rechtfertigen. Goldman Sachs sagt jetzt, ja, also es könnte sein, dass die vor April praktisch jetzt ein totales Opening machen der Wirtschaft, indem sie sagen, okay, wir haben zwei Alternativen, totale Lockdowns oder eben totale Öffnung und man sich für die Öffnung entscheiden würde. Das wäre für die Märkte natürlich eine sehr positive Geschichte. Aber jetzt sehen wir natürlich eine gewisse Verunsicherung, denn China ist nach wie vor die Factory of the World, könnte man sagen. Die Amerikaner bekommen ein Drittel ihrer kompletten importierten Güter aus China. Also alles, was in China passiert, das hat massive Auswirkungen auf die globale Wirtschaft, vor allem auf Apple. Wir sehen, dass etwa $1 Milliarde Verlust entstehen für Apple durch das, was in dieser Foxconn-Fabrik passiert. Man erwartet jetzt, dass 6 Millionen weniger iPhones verkauft werden als gedacht. Kommen wir jetzt mal zu den Märkten, meine Damen und Herren. Hier sehen Sie die Saisonalität in Midterm Elections. Und normalerweise geht es mit Anfang Dezember nach oben, Ende November, Anfang Dezember eigentlich keine schlechte Zeit für die Märkte. Aber wir haben ein paar Warnsignale. Wir könnten jetzt praktisch in diesem Zyklus von dem Zyklus 6 wieder in den Zyklus 1 wandern. Zyklus 6, Bonds fallen, das haben wir in diesem Jahr gesehen. Stocks fallen, haben wir in diesem Jahr auch gesehen. Commodities fallen, also alles fällt. Jetzt könnten wir in die Lage kommen, in die Situation kommen, dass Bonds gut performen. Wir sehen die Renditen fallen, die Kurse der Anleihen, der Staatsanleihen steigen also wieder, weil eben diese Staatsanleihen Rezession erwarten, während Stocks und Commodities von einer solchen Rezession negativ betroffen wären, deshalb fallen. Das heißt, wir sind vielleicht in diesem Übergangszustand von Zyklus 6 auf wieder Zyklus 1, der Zyklus 2 wäre dann, dass Commodities weiterfallen, aber Aktien und Bonds nach wie vor dann sich gut entwickeln. Schauen Sie sich mal diese Zyklen an, finde ich eine sehr, sehr interessante Zyklusbeschreibung oder die Dinge, die eben immer wieder an den Märkten vorkommen. Derzeit sehen wir, dass vor allem defensive Werte sehr gut laufen. Defensive Werte laufen besser als der S&P 500 und normalerweise, wenn das der Fall ist, dass defensive Werte besser als der Index laufen, dann sehen wir, dass letztendlich Bonds auch Rohstoffe outperformen, also Staatsanleihen Rohstoffe outperformen. Derzeit ist das nicht der Fall. Also das hatten wir zuletzt 1999 und 2008 und das waren ja auch ein bisschen schwierige Jahre. Dennoch, kein Bärenmarkt hat jemals geendet, bevor dann die Rezession eingetreten ist. Und hier sehen wir etwa mal die Zinskurve der dreimonatigen und der zehnjährigen US-Staatsanleihe massiv invertiert. Das heißt, die Renditen für die dreimonatige Anleihe sind höher als für eine zehnjährige Anleihe, was überhaupt keinen Sinn machen würde in normalen Zuständen. Aber die Märkte erwarten, dass eine Rezession kommt, die Fed dann die Zinsen senken muss, weswegen die länger laufenden Anleihen geringere Renditen haben. Wir sehen jetzt, dass wir beim VIX, also bei der Vola, praktisch total überverkauft sind, so überverkauft sind wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr, kann man sagen. Auf der anderen Seite der Skew, der die Differenz zwischen Optionspreisen bemisst bei aus dem Geld liegenden, am Geld liegenden und im Geld liegenden Optionen, dass hier etwas nach oben geht, das zeigt, dass das Absicherungsbedürfnis doch da ist, auch wenn man das im VIX noch nicht sieht. Und generell sehen wir, dass wir noch niemals in der Geschichte gesehen haben, bei den 20 größten Rückschlägen des S&P 500, dass Bonds, also Anleihen, noch schlechter performt haben als Aktien. Irgendwas ist da im Busch.
Wir wissen nur noch nicht genau was. Und auf jeden Fall gibt es da diese Warnsignale, etwa auch Dow Jones Industrials, der ja fast an seinem Allzeithoch handelt auf der einen Seite, während die Transports nicht hinterherkommen. Das ist nach Dow-Theorie ein nicht so furchtbar gutes Signal. Wir sehen, dass Widersprüche entstehen zwischen den Energieaktien und dem Ölpreis. Energie hat hier das Kürzel oder das maßgebliche ETF XLE. Und hier sehen wir, da sind wir an einer riesigen Trendlinie angekommen. Die Ölaktien zum Beispiel laufen gut. Energieaktien laufen gut, obwohl der Ölpreis fällt. Jetzt WTI heute so im Bereich 75 Dollar, 3% etwa verloren aufgrund dieser Dinge, die in China passieren. Wir sehen also, dass jetzt hier doch Risk-Off eigentlich angesagt ist an so vielen Fronten. Wichtig für die Märkte in dieser Woche wird auch sein, ja, Black Friday. Da haben wir zwar einen neuen Rekord gemacht mit über 9 Milliarden Dollar, allerdings ist das gestiegen 2,3%, aber die Inflation, wie wir wissen, ist deutlich höher. Würde man das Ganze also inflationsbereinigt messen, zeigt sich, dass der US-Konsument vielleicht schon ein paar Schwierigkeiten hat. Wir haben durch diese Rallye, wie ich am Freitag in einem Marktflüster versucht habe zu zeigen, praktisch 2¼ Prozentpunkte der Zinsanhebungen durch die Fed pulverisiert. Jetzt wird Jerome Powell am Mittwoch sprechen. Die Financial Conditions sind immer laxer geworden. Das kann der Fed nicht gefallen. Wir haben heute John Williams, der sprechen wird. Wir haben heute ein Interview mit James Ballard bei Market Watch am Montag. Also alles heute. Auf Lagarde wird sprechen, aber natürlich im Fokus die Rede von Jerome Powell am Mittwoch, wo er nochmal die Chance hat, praktisch Kontrolle über die Märkte zu erlangen. Denn die Fed, das hat sie ja mehrfach klar gemacht, das hat Powell mehrfach klar gemacht, liebt diese Rallyes nicht, mag das nicht. Dadurch werden die Financial Conditions lockerer. Es entsteht mehr Nachfrage, Nachfrage schürt die Inflation. Und am Freitag haben wir dann vor allem nochmal die US-Arbeitsmarktdaten. Also Mittwoch und Freitag werden in dieser Hinsicht sehr, sehr wichtig. Vielleicht laufen wir sogar noch an diesen oberen Trendkanal, dieser Abwärtstrendkanallinie beim S&P 500. Wir haben die 200-Tages-Linie bei 4.058 derzeit, aber dann dürfte es schwierig werden. Wir sehen oben im RSI wieder Warnsignale, negative Divergenz. Wir sehen ein Auseinanderdriften der Megacaps gegenüber dem S&P 500. Also die großen Aktien machen nicht mehr mit, die Marktschweren machen nicht mehr mit. Und jetzt möchte ich Ihnen diesen Artikel empfehlen, der die Situation in China so gut zusammenfasst wie wahrscheinlich kein anderer Artikel, den Sie auf Deutsch in den Medien im Internet finden werden. Was ist da eigentlich los? Die Proteste richten sich direkt gegen Xi Jinping, denn der ist mit dieser Politik assoziiert. Dieser Lockdown-Politik, während vorher bei Mao zum Beispiel, und Xi Jinping ist ja so mächtig wie kein anderer chinesischer Führer seit Mao, bei Mao konnte man immer sagen, ja, wenn Mao das wüsste, also da konnte Mao immer sozusagen schön von sich ablenken. Das ist jetzt in der Propaganda in den letzten Jahren immer sehr konkret auf Xi Jinping zugeschnitten worden. Deswegen kann man nicht sagen, ja, Xi Jinping ist nicht verantwortlich für das, was da schief läuft. Diese Proteste sind schon sehr, sehr außerordentlich, mit großem Risiko für die Märkte, für die Menschen dort verbunden. Proteste der weißen Blätter. Was sich dahinter verbirgt, lesen Sie in diesem Artikel, unbedingt empfehlenswert, wenn Sie verstehen wollen, was da abläuft. Erste Empfehlung. Und zwei andere habe ich noch. S&P 500 und DAX. Die Jahresendrallye läuft sie schon längst. Und das DAX massiv überkauft am Widerstand. Jetzt Short gehen. Also drei Empfehlungen. Einmal China, einmal S&P 500 und DAX. Wie ist die Gesamtsituation zu beurteilen? Und dann, wie ist der DAX zu beurteilen, der sich jetzt ziemlich anständig hält angesichts der Situation. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in die Woche und sage Servus und Ciao.